zurück. Weil die Verstorbenen wollen auch, und das müssen wir verstehen, die wollen auch, auch die Kinder gerade, weil das ja auch immer so eine Schwierigkeit, wenn ich dann sage, naja, wenn wir sterben bist, oder wenn du stirbst, wirst du dein Kind wiedersehen. So, aber die wollen dann zum Beispiel auf keinen Fall, dass jetzt die Eltern zum Beispiel den Freitod wählen. So, weil sie wollen, dass eigentlich quasi die Eltern genau diese ihre Aufgabe auch erfüllen können. So. Oder viele Eltern haben dann ein schlechtes Gewissen und sagen, naja, wie soll ich jetzt in Urlaub fahren und lachen und glücklich sein? Und dann sage ich so, der größte Wunsch von den Kindern, und ich habe echt viele Sitzungen gegeben und ich habe es noch nie erlebt, dass irgendein Verstorbener, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene, missgünstig waren. Ja, gerade die Kinder, die wollen, also die freuen sich, wenn Mutter und Vater lacht, wenn die glücklich sind oder auch wenn die weitere Kinder bekommen und wenn die einfach Spaß haben. Das ist für sie nicht, ich werde vergessen, sondern das ist für sie so, hey, das Leben geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful World Healing, dem Podcast, bei dem es um die Themen rund um Körper, Geist, Seele, Gesundheit und vor allen Dingen auch Leichtigkeit im Leben geht. Ich bin Imke Hausner, die Frau hinter Mindful World Healing. Ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin, Coach und Medium und freue mich so sehr darüber, dass du dir die Zeit nimmst, auch diese Folge anzuschauen oder anzuhören. Und auch für diese Folge habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich spreche mit Pascal Voggenhuber. Pascal arbeitet schon seit über 20 Jahren als Medium und gleich am Beginn unseres oder zu Beginn unseres Gespräches erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über Pascal. Pascal und ich sprechen über ein Thema, welches uns beiden sehr am Herzen liegt, weil es in unserer Gesellschaft leider immer noch zu wenig Raum bekommt. Wir sprechen über Kinder in der geistigen Welt. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel im Vorfeld über die einzelnen Punkte, die wir ansprechen, erzählen, sondern ich möchte dich gleich einfach eintauchen lassen in unser Gespräch und wünsche mir für dich, dass du ebenso viel für dich mitnehmen kannst, wie ich es konnte und dass du auch den ein oder anderen Aha-Moment hast. Und jetzt lasse ich dich auch schon eintauchen in das Gespräch über Kinder in der geistigen Welt von Pascal und mir. Ich freue mich riesig darüber, dass du dir auch diesmal wieder meinen Podcast anschaust oder anhörst. Diesmal geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich finde, dass da immer noch viel zu wenig Raum in der Öffentlichkeit da ist. Und zwar möchte ich heute über Kinder in der geistigen Welt sprechen. Vor einiger Zeit habe ich einen Podcast aufgenommen mit einer Frau, die vor einem Jahr am 20. Juni letztes Jahr ihren Sohn durch einen Unfall verloren hat. Und sie hat ihre Geschichte erzählt, wie sie wieder in ihr Leben gefunden hat und hat mir erzählt, dass sie ein Buch gelesen hat, was ihr da sehr gut getan hat, was wirklich ganz besonders in dieser Zeit auch für sie herausgestochen hat. Ich habe es ihr auch liegen. Und zwar ist das Kinder in der geistigen Welt von Pascal Voggenhuber. Und da habe ich mir gedacht, ich frage Pascal, ob er Zeit hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Und du siehst es schon, wenn du schaust, er sitzt mir gegenüber. Und ich freue mich riesig, Pascal, dass du da bist. Danke. Dass du dir die Zeit nimmst. Und ich werde kurz ein paar Sachen zu dir sagen. Pascal ist Medium, schon seit fast 20 Jahren arbeitet er als Medium. Er hat sehr viele ganz bekannte und gute Bücher geschrieben, gerade zu diesem Thema, auch zum Geistführer. Finde ich sehr, sehr spannend. Er hat einen sehr erfolgreichen Podcast, YouTube-Kanal, Entschuldigung. Und ich freue mich jetzt riesig, dass wir über dieses Thema sprechen, was uns ja beiden sehr am Herzen liegt. Ja. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das, was die Mutter mir erzählt hat, die ihr Sohn letztes Jahr verloren hat, was sie allerdings erst im Nachgang verstanden hat, ist, dass sie Zeichen bekommen hat, sowohl sie als auch, wie sie vermutet, ihr Sohn. Hast du das auch schon wahrgenommen? Also du meinst jetzt Zeichen von Verstorbenen? Also, dass er gehen wird tatsächlich, sogar so Vorzeichen. Ach so. Ja, das ist... Es ist ein heikles Thema, ja, aber, also ich muss so sagen, weswegen ist es ein heikles Thema, weil wir hatten jetzt, lustigerweise, es ist ganz spannend, ich habe ja noch eine Facebook-Gruppe und da war ich gerade drin
Und da hat dann eben zum Beispiel eine Mutter auch geträumt, dass ihr Sohn sterben wird und so und wollte jetzt wissen, ist es ein Zeichen? So. Ja. Und das ist immer heikel, weil es gibt es oft, dass gerade bei Kindern, ja, wenn der Tod quasi im Lebensplan drin ist, dass dann die Kinder sich eben zum Beispiel extrem leben, also eigentlich das ganze Leben total auskosten. Also es ist so meine Erfahrung, wenn ich mit verstorbenen Kindern kommuniziert habe, dass die eigentlich ein sehr abwechslungsreiches Leben hatten. So, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Und dass die dann auch manchmal die Eltern schon Anzeichen gespürt haben oder kurz davor, dass die sich irgendwie spezieller verabschiedet haben oder plötzlich angefangen haben, über das Thema Tod und Sterben zu sprechen und so weiter. Mhm. Oder eben es gibt auch die Mütter und Väter, die dann zum Beispiel ein paar Wochen vorher vom Tod vom Kind geträumt haben. So. Ja. Und deswegen sage ich, es ist heikel, weil meine Erfahrung zeigt einfach, dass viele Mütter vor allem, es ist mehr so ein bisschen Mutterthema, auch immer mal wieder normale Ängste haben, das Kind zu verlieren oder irgendwie dann auch mal schlecht träumen, gerade wenn vielleicht sonst gerade ein Todesfall in der Familie war, dass man das dann vom Unterbewusstsein überträgt auf die größte Angst und das sind dann meistens die Kinder. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, ja, es gibt diese Ankündigungen, aber meistens, wenn eine Mutter oder ein Vater irgendwie jetzt gerade davon träumt, gerade beim Traum ist es so, ist es meistens psychologisch begründet, sind einfach Ängste, die sich so dann im Traum zeigen. So, aber es gibt diese Ankündigung, ja. Ja. Ja, bei ihm, also in diesem Fall war es so, dass sie mal das Gefühl hatte, sie hat dann quasi gesehen, wie ein Bus auf die Kinder zufährt. Ich meine, das war dann nicht so, es war dann letztendlich ein Lastwagen. Und der Junge ist sehr spirituell geworden, ja. Kurz bevor das dann passiert ist. Ne? Das eben, das ist häufig, dass wenn es so auffällige Veränderungen gibt bei den Kindern und gerade, wie alt war der Junge, weißt du das noch? 10, 11. Okay, weil man sagt eigentlich alles, was so bis 7, also es ist natürlich alles eine Theorie, ja, aber alles, was so bis 7 Jahren, also wenn der Tod bis 7 Jahren eintritt, dann ist es wie im Lebensplan drin. Aber es ist natürlich, man kann jetzt nicht die Grenze bei 7 ziehen, ja. Mhm. Also es ist auch dann eben so bei 10, 11 und wenn es im Plan drin ist, dann ist es oft eben so, dass es zu diesen Ankündigungen kommt oder dass man, weil eben das ist ja schon ein sehr spezifischer Traum dann oder ein sehr spezifisches Bild, ob es dann ein Lastwagen oder ein Bus ist, spielt da nicht so eine Rolle. Aber es ist eigentlich meistens, wenn der Tod im Lebensplan drin ist. Mhm. Jetzt sagst du ja gerade Tod im Lebensplan drin. Mhm. Das heißt, ist das dann auch die Verabredung, die die Seelen treffen, dass beide Seiten, also Eltern, also Familie und Kind, diese Erfahrung machen? Ja, also das ist ja das Schwierigste jetzt, gerade wenn man mit betroffenen Eltern spricht. Ja. Das merke ich dann auch immer wieder, weil wenn man dann sagt, okay, es gibt diese Verabredungen, ja, aber natürlich jede Mutter, jeder Vater würde sagen, also so blöd kann ich ja nicht gewesen sein. So. Ja. Und deswegen muss man das Ganze aus menschlicher Sicht, und ich sage immer so, wir sind hier Menschen, wir sind haben menschliche Bedürfnisse, menschliche Emotionen. Aus menschlicher Sicht macht der Tod eines Kindes, überhaupt eines Menschen, nie Sinn. So. Und da kann jetzt zum Beispiel meine Arbeit eine Hilfe sein oder spirituelle Arbeit kann eine Hilfe sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist einfach eine Hilfe, eine Logik dahinter. Also man kann es logisch erklären, aber ein Herz von einer Mutter, das gebrochen ist, hilft auch das nicht. So. Aber es gibt diese quasi Verabredungen. Und das Problem ist, wir haben immer das Gefühl, dass der Tod eine Strafe ist. Also so werden wir ja auch im Grunde erzogen. Ja? Also, und durch das, dass wir glauben, dass der Tod eine Strafe ist und eigentlich nicht
das, was er wirklich ist, dass wir wieder zurückgehen können in unsere wahre Heimat, wo in der geistigen Welt ist auch, sind wir schmerzfrei, es gibt keine Probleme und irgendwie so. Ich weiß, dass da gewisse Kollegen was anderes erzählen oder die Kirche was anderes erzählt, aber das hat auch immer Gründe, warum die das wollen, weil mit Angst lässt sich halt einfach die Leute manipulieren. Aber die geistige Welt ist eigentlich ein wunderbarer Ort. Und in vielen alten Kulturen so, oder auch in den sehr natürlichen Kulturen, die es heute noch gibt, das hört sich jetzt komisch an, aber da freut man sich eigentlich, wenn jemand nach Hause gehen durfte. Ja? Nur wir hier im Westen oder einfach so in den sehr verkopften Gegenden, für uns ist dieser Tod eine Strafe. So. Und diese Verabredungen machen eigentlich im Grunde aus menschlicher Sicht eh nie Sinn. Ja, aber wir müssen eigentlich sehen, wir inkarnieren hier auf der Erde so lange, bis wir gewisse Dinge verstanden haben oder begriffen haben. So, deswegen kommen wir hier auf die Erde. Und dann gibt es halt einfach Seelen, die brauchen viel weniger Erfahrung oder die müssen eben nur eine Erfahrung machen oder die schenken dann eben vielleicht den Eltern eine Erfahrung, weil ich meine, so ein Verlust ist ein einschneidendes Erlebnis. Und für mich ist es auch spannend als Medium, vor allem, als ich noch Einzelberatung gegeben habe, ich gebe ja schon ein paar Jahre keine Einzelberatung mehr, aber damals war es oft so, du hast Eltern gehabt, die sind am Tiefpunkt gekommen, also da hat das Leben keinen Sinn mehr gemacht. Und viele habe ich dann irgendwie Jahre später wieder mal getroffen oder sind dann auch wieder mal in einer Sitzung oder haben eine E-Mail geschrieben. Und das Spannende ist, dass oft dieser wirklich tragische Verlust ein Auslöser war, dann wirklich komplett das Leben von ihnen zu verändern und dann auch wirklich einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich auch die Welt ein bisschen verändert. Das hat mich immer mega berührt. Und auch wenn man mit den Kindern kommuniziert, also ich sage immer so, als Medium ist es das Schwierigste, weil wenn du mit einem verstorbenen Kind oder Jugendlichen sprichst, so, da ist so viel Freude dabei. Also denen geht es einfach wirklich gut. Die haben kein Problem mit dem Tod. Und du spürst so diese Leichtigkeit, diese Freude, hast aber vor dir die trauernden Eltern und jetzt so diese Gratwanderung zu machen, zu sagen, hey, deinem Kind geht's gut, aber dass du dann nicht plötzlich herzlos wirkst. Ja. Das ist unglaublich schwierig, weil jeder Verstorbene, egal ob jetzt Kind oder Erwachsene, weiß natürlich auch, hey, wenn meine Mutter mal stirbt oder mein Vater oder Großvater oder so, wir sind in der geistigen Welt wieder alle zusammen. So. Also diese Trennung, die es für uns Menschen gibt, die gibt es aus Sicht der geistigen Welt nicht. Also ich weiß noch, als mein Vater starb, habe ich ihn dann auch mal gefragt, ey, vermisst du mich manchmal? Und seine Antwort war, nein. Und zuerst habe ich so gedacht, okay, komm, so ein bisschen wenigstens muss man, nein. Und dann es ging dann so ein bisschen hin und her. Und dann hat er gesagt, warum sollte ich dich vermissen? Weil ich kann jederzeit bei dir sein. Wenn deine Schwester an mich denkt oder deine Mutter oder ein Freund von ihm, dann werde ich diesen Gedanken angezogen. Ich kann da vorbeischauen und so. Für ihn gibt es diese Trennung nicht. Natürlich das Physische wie eine Umarmung oder so auch, aber für sie ist es eigentlich so quasi, wie wenn wir im Urlaub sind und Zoom-Interview miteinander machen. Man kann sich nicht berühren, aber sie können uns sehen, sie können uns hören, sie kennen unsere Gedanken so und sie wissen natürlich auch, und das ist der große Unterschied, sie wissen einfach, der Tod ist nicht das Ende und dadurch wissen sie auch, jeden, den ich geliebt habe, werde ich eines Tages wiedersehen. Und die Zeit, das ist, glaube ich, auch entscheidend. Wenn wir hier, also mein Vater hat mir dann auch gesagt, naja, auch wenn du hier noch 90 Jahre lebst, für ihn ist das ein Wimpernschlag quasi. Einmal kurz die Augen schließen und du bist auch da. Also die Zeit läuft halt auch ganz anders. Ja, das ist ja mal dieses Thema Raumzeit, was wir ja als Menschen hier kreiert haben, was genau. Es ja da gar nicht gibt. Das ist das Problem für uns, aber nicht für die Verstorbenen. Genau. Was sicher auch für viele Eltern so ein Thema ist, wenn sie sagen, okay, jetzt ist mein Kind also in der geistigen Welt. Und was ist, wenn es wieder inkarniert? Das beschreibst du ja auch sehr schön in deinem Buch. Ja. Kann ich dann überhaupt noch Kontakt zu ihm aufnehmen?
Ja, das ist das komplexeste Thema. Ich weiß. Und ich probiere es wirklich sehr, sehr einfach runterzubrechen, weil das ist die Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich habe extra auf YouTube dazu ein Video gemacht oder eben im Buch ganz genau beschrieben. Aber wenn man es komplex erklärt, geht es, glaube ich, 45 Minuten. Das Problem oder das erste Problem, oder ich mache es einfach. Ja, egal wann dein Kind stirbt, egal wie alt du wirst, also auch wenn du 90 wirst, kannst du immer noch mit deinem Kind in Kontakt treten. Es ist immer noch in der geistigen Welt. Auch wenn du als Mutter oder als Vater zurückgehst in die geistige Welt, ist dein Kind immer noch da. Ob du 150 Jahre alt wirst oder nur 70 Jahre, das spielt keine Rolle. Also alle werden ihre Kinder wiedersehen. So, das ist das Wichtigste. Weil oft, was in der Esoterik so ein bisschen als Reinkarnation, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da gibt es die verrücktesten Theorien, was mich dann auch immer traurig macht, dass dann zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, sich eine Katze kauft und dann plötzlich die Inkarnation vom Kind erkennt oder dann später noch ein Kind kommt und dann plötzlich die Inkarnation vom Kind, das gestorben ist. Und das ist leider nicht so. Ja, das sind so Wunschvorstellungen. Sowieso finde ich es immer bedenklich, wenn Leute plötzlich in den Haustieren verstorbene Inkarnationen sehen und so. Und auch hier ist natürlich das Problem, dass in dieser sehr breit gefächerten Esoterik einfach auch Kollegen gibt, die so aus meiner Sicht Bullshit erzählen. So, ja. Und das ist auch psychologisch nicht gesund. Also wenn man plötzlich im Hund das Kind sieht und so. Aber jetzt zur Inkarnation. Das Problem ist, ich probiere es an dir zu erklären, du, Imke, bist nur ein Aspekt, also ein Teil von deiner Gesamtseele. Und ich beschreibe das immer so als Brotteig. Also in der geistigen Welt gibt es diesen Brotteig, ja, also ist jetzt bildlich natürlich. Und dieser Brotteig ist die Seele. Aus diesem Brotteig wird ein Teil genommen, ein Klumpenteig genommen und daraus wird Imke geformt. Ja? Und Imke lebt dann auf der Erde. Und wenn du stirbst, gehst du wieder zurück in die geistige Welt, aber dein Aspekt, also deine Persönlichkeit, die bleibt vorhanden. So. Aber aus diesem Brotteig, wo du ein Teil davon bist, wird ein neues Teigmännchen, Frauchen geboren. Ja? Und wenn das dann zum Beispiel eine Rückführung macht, kann das in Resonanz kommen mit Leben von dir und kann dann zum Beispiel sagen, ich war mal Imke, ich habe Podcast gemacht und ich glaube Heilpraktikerin bist du noch, ja. Also kann dann Dinge aus deinem Leben, kann vielleicht auch Traumata, die du erlebt hast, wiedererleben und auflösen, aber ihr kommt aus derselben Seele, also ihr habt denselben Ursprung, aber ihr seid nicht 1:1 identisch. So, deine Persönlichkeit, so wie wir es kennen, du bleibst in der geistigen Welt. So, nur Aspekte von dir inkarnieren wieder. So, also das ist jetzt probiert sehr einfach zu erklären. Es ist mega schwierig. Und das Problem ist natürlich, dass gerade in der Spiritualität einfach alles ein bisschen gemischt wird. Ja, und ich weiß noch, viele sagen dann manchmal, ja, aber im Buddhismus ist es ganz anders. Und ich war von Kind auf immer Dalai Lama-Fan. Dalai Lama kennen auch alle. Und ich habe immer so gesagt, boah, irgendwie wäre es mal krass, Dalai Lama zu sehen. So, ich hätte viele Fragen. Und da war ich noch in der Ausbildung zum Medium, war noch relativ jung, glaube ich 18. Und da hat mir mein Geistführer quasi diese Theorie, wie man Reinkarnation erklären könnte, dass es Menschen verstehen gegeben. So. Aber das, was ich heute so einfach erkläre, für das habe ich 4 Monate gebraucht. Also es war nicht ein Prozess von und irgendwie so, sondern es war ein Prozess von 4 Monaten. Und ich habe dann so gedacht, toll, der Buddhismus, ja, hat es nicht begriffen. Deswegen haben alle eine völlig falsche Vorstellung von Reinkarnation. Und dann war es mega spannend. Ich war dann in Zürich in der Ausbildung. Also ich habe dort noch einen Zirkel manchmal gemacht und bin vorher noch schnell zu Starbucks gegangen. Und der Starbucks war in einem Hotel. So, und ich musste dann aufs Klo und habe die falsche Taste gedrückt und bin statt ins Klo runter, bin ich hochgefahren. Und dann gingen die Türen auf
Und dann kamen so zwei Tibeter rein und der eine sah aus wie Dalai Lama. So, und ich musste dann lachen und ich war halt jung und noch direkter als heute, habe dann mega so gelacht und habe gesagt, ey, du siehst aus wie Dalai Lama. So. Und dann meint der andere, der sieht nicht aus wie Dalai Lama, das ist Dalai Lama. Und ich so, strange. Also mitten im Fahrstuhl, ich wollte eigentlich nur aufs Klo gehen, ging mein Wunsch in Erfüllung. Also deswegen sage ich auch immer, die Wünsche können überall in Erfüllung gehen. Und dann habe ich einfach so gesagt, wenn ich schon die Möglichkeit habe, darf ich eine Frage stellen. So. Und jeder, der, glaube ich, Dalai Lama so ein bisschen kennt, der weiß einfach, der hat nicht Nein gesagt. Also der hat dann auch die Situation einfach so. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, naja, es tut mir mega leid, ich meine das nicht böse, du hast wahrscheinlich mehr begriffen wie ich, aber die Reinkarnation habt ihr Buddhisten nicht begriffen. So. Und das war sehr frech, aber das Spannende war, er hat dann nicht gesagt, du hast gar keine Ahnung und wer bist du denn schon, sondern er hat mich gefragt, ja okay, was hast du denn verstanden, was ich nicht verstanden habe? Und dann habe ich ihm meine Brotteigtheorie erklärt. Dann hat er gesagt, darf ich dir meine Theorie erzählen? Das Problem ist, der Buddhismus ist natürlich von Tausenden von Jahren entstanden. Und da hat man diese Bilder, das ist genauso wie auch in der Bibel, es ist ja eine Bildsprache, da hat man diese Bilder, die Seele geht in den Himmel und geht in den nächsten Körper rein. Das war einfach ein Sinnbild, was die Menschen damals verstanden haben. Und er hat mir dann eigentlich hat gesagt, seine Theorie ist, dass wir wie ein Billardspiel sind. Also das Dreieck, bevor man spielt, das ist die Seele, das, was ich Brotteig nehme. Die einzelne Kugel ist der Aspekt. Und wenn zum Beispiel die weiße Kugel du als Inkarnation bist und du stirbst, ist es wie wenn man quasi mit dem, wie heißt das, mit dem Stab da? Curl, glaube ich. Genau, Curl aufs Dreieck schlägt und die weiße Kugel geht auf die anderen Kugeln und dann gibt es eine Übertragung von allen Informationen. Und eine Kugel rollt wieder weg, es ist aber nicht dieselbe, die wird inkarniert, aber der Informationsaustausch hat stattgefunden. So, und dann hat er gesagt, du redest von Brotteig, ja, du bist der Bäcker, ich bin der Billardspieler, aber eigentlich sehen wir es genau gleich, vielleicht haben wir Buddhisten es doch auch begriffen. Und das war für mich mega spannend, vor allem wie er reagiert hat. Das hat mich unglaublich berührt. Und dass er auch gesagt hat, der Buddhismus heute lernt ganz andere Dinge als noch vor 100 oder 200 Jahren. Und er hat dann auch gemeint, diese Fehlinformationen oft kommen eben nicht von den gelehrten Buddhisten, sondern dass natürlich viele, Buddhismus ist eine Zeit lang auch ein Trend gewesen, so wie heute die Spiritualität. Und er sagt so, dass aber die wenigsten wachsen damit auf mit dieser Philosophie oder verstehen wirklich die Philosophien, sondern sie nehmen einfach irgendwas raus und geben dann das Wissen weiter. Und das kennen wir heute auch in der Spiritualität eigentlich, dasselbe Problem. Also ich finde tatsächlich so beides zusammengenommen, finde ich jetzt mega, weil mit dieser Übertragung, das finde ich über die Schwingung mit den Billardkugeln sehr gut und mit dem Brotteig, den hat mir übrigens Oliver Lazar das erste Mal erzählt, dass du das so erzählst, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also sehr eindrücklich, ne? Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, und es ist natürlich, das muss man auch verstehen, sowohl die Brotteig-Theorie mit dem Billard oder mit die Billardkugel, es ist einfach ein sehr komplexes System, was man probiert, einfach für Menschen zu erklären, dass es irgendwie eine Logik gibt. Weil da haben wir auch wieder das Problem, wenn es Raum und Zeit nicht gibt, dann gibt es auch keine Inkarnationen. Dann findet alles gleichzeitig statt. Ja? Aber das würde unsere Gehirne, wir können mit diesen Begriffen was anfangen. Man kann auch schon viel beweisen mit Quantenphysik oder eben was Oliver Lazar macht, das ist auch mega spannend. Aber verstehen, das ist das Wichtigste. Wirklich mit dem Gehirn verstehen werden wir es, glaube ich, nie. Ja, und ich denke, gerade wenn man in der Trauer steckt, ist es noch mal schwieriger, das zu verstehen. Da bist du ja mehr oder weniger in so einem Tunnel. Also da sage ich auch immer so, eben ich sage auch meinen Schülern immer, die ich ausbilde, probiert jetzt nicht irgendwie Mutter oder einer Vater irgendwelche spirituellen Theorien aufzudrücken, wie Lebensplan, wie Reinkarnation. Das hilft in dem Moment einfach null. Also das es kann später vielleicht helfen zu verstehen, aber in dem Moment
macht alles keinen Sinn. Das ist einfach alles, das ist nur dieser Schmerz. Ja. Das heißt, so in den ersten Jenseitskontakten mit Kindern geht es auch darum, eher in die Heilung zu gehen, darüber, absolut, dass man sagt, wie das Kind, also wie es sich darstellt letztendlich, ja, auch, und die Botschaften, die unter Umständen noch kommen. Also eigentlich beim ich komme ja vom ursprünglichen englischen Spiritualismus her, so, und da ist es wirklich jetzt zum Beispiel, wenn man mit Kindern oder mit Erwachsenen, der wichtigste Teil ist immer der Beweisteil, also eben, dass man probiert, das Kind zu beschreiben, wie war es vom Charakter, wo hat es vielleicht gewohnt, was waren Hobbys, also so viel wie möglich Details, ohne dass der Klient irgendwas sagen darf, also er darf nur mit Ja oder Nein antworten, so dass die Mutter erkennt, ja, das kann eigentlich nur mein Sohn oder meine Tochter sein, so, weil die Beschreibung so präzise ist. Und dann kommt es eigentlich zu den Botschaften. Und das muss man auch immer verstehen, das sage ich, beim Medium jetzt irgendwie Lebensprobleme zu lösen, also mit dem Jenseitskontakt, das macht keinen Sinn. Sondern da geht es wirklich eigentlich um die Heilung, dass die Mutter nachher erkennt durch die Beschreibung, okay, mein Kind muss noch irgendwo da sein. Und dann kommt eine Botschaft. Und die Botschaft, das ist ja auch das, was manchmal Kritiker sagen, naja, die sind jetzt nicht so tief oder so. Und da sage ich, ja, das stimmt. Also wer jetzt erwartet, dass Oma die beruflichen Probleme löst oder die Beziehungsprobleme löst, der ist beim Medium im falschen Ort. Sondern es geht eigentlich wirklich darum zu erkennen, dass der Verstorbene noch da ist, dass er vom Leben noch was mitbekommt. Und dann kann ein Satz, wie wenn das Kind vielleicht einfach sagt, ey, ich liebe euch oder ich möchte mich noch bei euch bedanken oder irgendwie so eigentlich ein banales Ding, kann eine ganz andere Heilung verursachen, weil die Mutter oder der Vater einfach gespürt haben, okay, das Kind muss anwesend sein. Und was ja manchmal auch geschieht, das ist nicht immer so, aber bei sehr intensiven Sitzungen kommt es auch manchmal vor, dass wirklich auch die Eltern, auch wenn die sonst jetzt gar nichts mit der Thematik anfangen können, auch plötzlich die Präsenz spüren, also die Energie spüren. Und wenn das geschehen darf, dann ist es für die Eltern Beweis genug und dann kann auch eine ganz andere Heilung stattfinden. Und dann ist es ja auch so, dass die Eltern sicherlich auch nach Zeichen suchen, absolut, danach, ja, ne? Dass sie dann fragen, was gibt es für Zeichen? Ja. Und das ist ja eigentlich so diese Zeichen vom Verstorbenen, dass sie noch da sind. Das ist ja auch das mega Spannende, wenn ich früher manchmal die Leute gesagt haben, naja, komm du Medium, Totenreden und so. Und wenn ich dann aber gesagt habe, naja, hast du noch nie ein Zeichen gehabt oder hast du noch nie das und das erlebt? Dann war für mich immer das Faszinierendste, dass auch die größten Kritiker dann manchmal gesagt, naja, stimmt schon, als meine Oma starb, da ist dann plötzlich zum Beispiel das Licht immer an- und abgegangen oder das Foto umgefallen oder es gab komische Tierbegegnungen oder irgendwie so, wo dann die Menschen auch sagen, okay, es muss wahrscheinlich noch mehr geben, weil das finde ich ja das Faszinierende. Klar, man kann auch Zeichen überinterpretieren, ja, aber dass eigentlich sehr viele Menschen Zeichen bekommen, so. Nur auch da ist es meistens wieder Menschen, die extrem in der Trauer sind. Ja, die können dann manchmal diese Zeichen gar nicht erkennen und die sagen dann, ich bekomme keine Zeichen. Dabei bekommen die eigentlich Zeichen, aber die Trauer ist so eine Riesenblase, dass sie das einfach wie in dem Moment gar nicht erkennen können. Kurzer Einschub. Ich habe auch immer um Zeichen von meiner Mutter gebeten. Und meine Mutter war sehr sparsam, als sie noch hier auf dieser Erde war. Und deshalb ist sie auch sehr sparsam mit ihren Zeichen. Das kam dann auch beim Jenseitskontakt raus, wo ich dachte, na toll, aber jetzt kann ich selber mit ihr kommunizieren, das ist also gar kein Thema mehr. Aber das fand ich auch so spannend, dass sich das dann auch widerspiegelt in der Art, wie sie sich uns dann eben unter Umständen nochmal zeigen. Ja, erstens mal, der Charakter bleibt natürlich. Ja. Und das Zweite ist, es gibt manchmal auch Verstorbene, die keine Zeichen geben. Und das hat dann auch immer einen Grund. Also auch wenn zum Beispiel, es gibt ja leider auch Menschen, die machen sich dann extrem abhängig. Ja? Mhm. Die wollen dann immer, die haben vielleicht ein Zeichen bekommen. Und eigentlich ist es dann so, hey, du hast ein Zeichen bekommen, jetzt ist aber auch gut.
So, und dann gibt es dann die Menschen, die immer wieder noch ein Zeichen, wo es dann wirklich auch schon fast wieder psychologisch gesehen in eine krankhafte Richtung geht, ja. Mhm. Oder Menschen, die sich dann anfangen, quasi wie zu Hause einsperren und nur noch in dieser geistigen Ebene, da ziehen sich die Verstorbenen dann auch ganz klar zurück. Weil die Verstorbenen wollen auch, und das müssen wir verstehen, die wollen auch, auch die Kinder gerade, weil das ja auch immer so eine Schwierigkeit, wenn ich dann sage, naja, wenn wir sterben bist oder wenn du stirbst, wirst du dein Kind wiedersehen. So, aber die wollen dann zum Beispiel auf keinen Fall, dass jetzt die Eltern zum Beispiel den Freitod wählen. So, weil sie wollen, dass eigentlich quasi die Eltern genau diese ihre Aufgabe auch erfüllen können. So. Oder viele Eltern haben dann ein schlechtes Gewissen und sagen, naja, wie soll ich jetzt in Urlaub fahren und lachen und glücklich sein? Und dann sage ich so, der größte Wunsch von den Kindern, und ich habe echt viele Sitzungen gegeben und ich habe es noch nie erlebt, dass irgendein Verstorbener, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene, missgünstig waren. Ja, gerade die Kinder, die wollen, also die freuen sich, wenn Mutter und Vater lacht, wenn die glücklich sind oder auch wenn die weitere Kinder bekommen und wenn die einfach Spaß haben. Das ist für sie nicht, ich werde vergessen, sondern das ist für sie so, hey, das Leben geht weiter und das bedeutet für sie nicht, da hat mich jemand vergessen und kümmert sich nicht mehr darum, sondern es geht ja eigentlich auch hier auf der Erde, das müssen wir auch mal verstehen, viele Spirituellen wollen ja hier auf der Erde immer das Paradies machen, ja, die dann sagen, ja, es kommen bessere Zeiten, wir entwickeln uns in so, das wird nie geschehen. Die Erde ist die Polarität, das ist der Ort, wo es Polarität gibt. Und wenn manchmal die Menschen sagen, ja, warum gibt es hier so viel Leid? Dann sage ich, ja genau, weil hier der Ort der Polarität ist. Und unser Ziel ist es von dieser Inkarnation oder von unseren Inkarnationen, solange wir hier auf der Erde inkarnieren, eigentlich trotz Krankheit, trotz Leid, trotz Tod, möglichst ein glückliches Leben zu führen, also Spaß zu haben, auch das Schöne zu sehen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und das freut die Verstorbenen, wenn es uns gut geht. Also das ist auch vielleicht für die betroffenen Eltern wichtig, die zuhören. Wenn ihr lacht, freuen sich die Kinder mit. Ja? Mhm. Das finde ich ein ganz wichtiger Lernprozess. Ja, mega wichtig. Es gibt ja Kinder, die kommen schon mit Handicaps auf die Welt und da weiß man auch, die werden vielleicht nur 2-3 Jahre alt, wenn, je nachdem eben wie der medizinische Befund ist. Das ist ja für Eltern auch also zur Lebzeit der Kinder schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Dann wissen sie, es geht auch relativ früh wieder. Und dann ist oft die Frage, wie geht es dem Kind dann, wenn es quasi gestorben ist und im Jenseits ist oder in der geistigen Welt? Hat es dann die Behinderung noch? Wie zeigt es sich dann? Das ist ja auch für viele ein Riesenthema. Ja, also erstens mal, wenn ein Kind mit einem Handicap kommt, also von Geburt an, dann ist das auch wieder etwas, was im Lebensplan drin ist, was sowohl die Seele wie auch die Eltern brauchen für die Entwicklung. So, aber das ist eine Frage, die sehr häufig ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel eben körperlich eingeschränkt war oder geistig eingeschränkt war, wie ist der jetzt in der geistigen Welt? Und jetzt müssen wir verstehen, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, eine Mutter kommt und das Kind hat Trisomie 21 gehabt, ja, und es kommt in eine Sitzung, dann zeigt sich mir dieses Kind mit Trisomie 21 Symptomen. Also es kann dann zum Beispiel sein, dass wenn ich probiere, mit Kontakt aufzunehmen, also entweder man sieht es vielleicht gerade, also wenn man jetzt hellsichtig schaut, oder wenn man es jetzt hellsichtig vielleicht nicht wahrnehmen kann, aber nur so die Energie oder den Charakter und diese Sachen, da kann es sein, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, als könnte ich kaum kommunizieren oder als fällt es mir schwer, viele Sätze aneinander zu reihen. Also so. Also es zeigt eigentlich die Handicaps oder die Symptome dem Medium, damit die Mutter eben sagt, ja, das kann nur mein Sohn sein, weil der hatte Trisomie 21. So, würde sich dieses Kind mir als gesund zeigen, würde sagen, ja, ein Junge ist da, ist so glücklich und er freut sich und er spricht so, dann würde sie sagen, das kann er wahrscheinlich nicht sein, weil der konnte nicht sprechen oder konnte sich nicht bewegen oder irgendwie so. Deswegen
zeigt sich ein Verstorbener, ein Medium eigentlich immer so, wie er war, als er gestorben ist, mit den Handicaps, mit den Ängsten, mit den Sorgen. So, und das ist jetzt das Problem gerade bei den nicht professionell geschulten Medien. Sie haben dann das Gefühl, dass die Seele in der geistigen Welt immer noch diese Leiden hat. Oder wenn jemand mit Depressionen gestorben ist oder den Freitod vielleicht gewählt hat, weil er sehr depressiv war, oder ein Süchtiger, der drogensüchtig war, die zeigen sich dem Medium als Süchtiger, damit der Klientin erkennt, aber die sind nicht mehr süchtig. Das ist ganz wichtig. Oder die haben keine körperliche Einschränkung mehr. Und ich habe gerade letztens ein Newsletter zu dem Thema gemacht, wo ich so gesagt habe, jedem Verstorbenen geht es, es ging eigentlich so darum, es war so ein bisschen provokativ, aber es ging eigentlich darum, dass in der geistigen Welt allen gut geht, weil es keine körperlichen Einschränkungen gibt und alle psychischen Einschränkungen oder geistigen Einschränkungen ist ja eigentlich immer auf den Körper reduziert. Also zum Beispiel, wenn wir starke Depressionen haben, so sagen wir, das ist ein seelisches Problem oder es ist ein psychisches Problem. Doch wenn wir wirklich mal schauen, was steckt dahinter, eine Ursache, das kann ein Tod sein, das kann auch was ganz anderes sein, führt zu einer Depression, wo wir dann sagen, das ist eine geistige oder eine psychische. In Wirklichkeit ist es eine körperliche Ursache. Es ist im Gehirn werden die falschen Hormone produziert, das kann einen Auslöser haben, aber was wirklich geschieht, ist im physischen Gehirn falsche Hormonproduktion, zu wenig Serotonin und. So, und wenn wir sterben, haben wir keinen Körper mehr. Das bedeutet, wir haben auch keine Serotoninprobleme mehr. Jetzt vereinfacht, Depression hat natürlich andere Dinge noch. Also wir haben keinen Körper mehr, also haben wir keine Behinderung mehr. Trisomie 21 zum Beispiel ist ja eigentlich auch nur ein Defekt von unserem physischen Körper, weil wenn man mit den Seelen spricht von Trisomie 21 Patienten, sind die genauso gesund wie ein gesunder, in Anführungsschlusszeichen. So. Und diese Probleme haben wir alle nicht in der geistigen Welt. Aber das fällt vielen Menschen schwer, einfach auch zu glauben, dass allen gut geht in der geistigen Welt, weil wir halt in dieser Polarität leben und weil in uns drin auch manchmal so ein bisschen ist, man freut sich zwar, wenn es einem Kranken gut geht in der geistigen Welt, aber viele haben da Mühe, wenn zum Beispiel hier jemand ein nicht so netter Mensch war, dass es dem auch gut geht. Da kommen dann bei ganz vielen, sage ich immer, so das Bestrafen raus. Die müssen doch jetzt bestraft werden. Ja? Und da haben ganz viele Menschen Mühe damit, so dass wir einfach immer noch wollen eigentlich, also ich sage auch viele Spirituelle, denke ich manchmal so, warum wollen wir, dass irgendjemand bestraft wird? Natürlich gibt es hier ganz, ganz, ganz schlimme Taten. So, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur, wenn man jetzt mal schaut, mit Bestrafen hat noch nie Heilung stattgefunden, noch keine Seele. Im Gegenteil, ja. Ich habe eine Zeit lang, ein paar Jahre für die Polizei vor allem gearbeitet und auch mit sehr vielen Straftätern zu tun gehabt. Und das war für mich am Anfang ethisch eine sehr, sehr schwierige Sache, weil ich so, ich habe da auch ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, was ist gut, was ist schlecht, also ich habe das sehr tief auch in mir drin. Und trotzdem habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass kein Straftäter zum Beispiel als Straftäter geboren wird, sondern von der Gesellschaft gemacht. Mein Geistführer hat mir dann auch ein krasses Beispiel gemacht, wo ich mal jemanden verurteilt habe. Dann hat er zu mir gemeint, hast du noch nie wie kannst du sicher sein, dass du nie der Auslöser warst, dass jemand am Ende zum Straftäter wurde? Dann sage ich, ich war bestimmt nicht immer der ruhigste Mensch, aber ich war nie ein schlimmer Mensch. So, dann hat er zu mir gesagt, hast du noch nie einen dicken Menschen ausgelacht? Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, wir hatten damals in der Schule ein Mädchen, das sehr stark übergewichtig war. Und natürlich hat man da leider auch als Kind manchmal einen Spruch gemacht oder auch die vielleicht abgelehnt und irgendwie so. Und dann hatte er zu mir gemeint, und woher weißt du,
dass du nicht damals irgendwas gesagt hast, dass das Mädchen so aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass sie vielleicht den Wunsch hat, andere dann auch zu quälen oder zu unterdrücken oder irgendwie so. Und da ist mir bewusst geworden, es war ein blödes Beispiel, aber ich denke heute oft daran, ich weiß nie, ob ich auch irgendwo der Auslöser war, dass jemand vom Weg abkam. Und es ist leicht, immer Menschen zu verurteilen. Das habe ich da bei der Polizei auch gemerkt oder auch in Einzelberatung. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang hatte ich mal einen Vater, ein verstorbener Vater, der hat seine Tochter missbraucht. So, und das war eine meiner ersten Sitzungen. Und dann habe ich so gesagt, nee, ich gebe die Sitzung nicht. Weil ich entschuldige mich doch nicht für so einen Menschen. Also das hat für mich ethisch hinten und vorne nicht gestimmt. Und dann hat mein Geistführer auch gesagt, naja, warum verurteilst du ihn? Dann sage ich, ja, weil das grauenhaft ist, was er seiner Tochter angetan hat. Und ich möchte mich dafür nicht missbrauchen lassen. Und dann hat er gesagt, okay, darf ich dir was zeigen? Habe ich gesagt, okay. Und dann haben sie mir gezeigt, wie der Vater aufgewachsen ist. So. Und ich habe dann gesehen, dass sie mit 3 Monaten auf ihm Zigaretten ausgedrückt haben, mit 6 Monaten die Eltern Arme gebrochen. Also dieser Mensch hat nur Gewalt erlebt, also wirklich grauenhaft. So. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, da fragt mein Geistführer, kannst du zu 1000% sagen, hättest du seine Geschichte gehabt, also sein Leben gehabt, dass du heute der Mensch wärst, den du bist, oder könnte es nicht auch sein, dass du vielleicht bei gewissen Bereichen deinen Weg verlassen hättest? So. Und ich weiß noch, da war ich, glaube ich, 23 oder 22 und ich habe mir überlegt, ich kann nicht 100% sagen, nee, ich wäre noch genau der ich heute bin. Ja. Mit dieser Geschichte wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich irgendwo auch das anders ausgelebt. So. Und dann hat er gemeint, aber jetzt ist dieser Vater da und hat seine Fehler eingesehen. Und du bist seine Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Willst du das tun oder nicht? Du kannst entscheiden. So. Und da habe ich dann gemerkt, ich war dann wie bereit, weil ich gewusst habe, der wurde nicht böse geboren. So. Sondern der hat so viel grauenhafte Dinge erlebt, was seine Tat nicht jetzt irgendwie besser macht. Aber irgendwie hat es mir dann doch geholfen zu sagen, okay, es ist nicht von Grund auf ein schlechter Mensch. So. Und das hat mir mega geholfen. Das ist natürlich aus menschlicher Sicht gerade mega schwierig. Oder ich überlege mir dann auch immer so, in der Theorie kann ich das immer sehr einfach erzählen. Ja, müssen verstehen, jeder hat seine Geschichte. Aber ich habe mir auch schon mal überlegt, naja, wenn jetzt mein Sohn durch irgendjemand Gewalt erleben würde, in irgendeiner Form, sei es in der Schule oder irgendwie so, könnte ich dann so viel Mitgefühl für den Täter empfinden? Und da muss ich ehrlich sein, ich probiere spirituell gut zu sein, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingen würde. So, und das ist das Menschliche an uns und das ist auch in Ordnung. Ja, das fand ich auch in dem Buch sehr sympathisch, dass du ja auch geschrieben hast, als ihr das mit dem Haus hattest, das beschreibst du ja auch, dass da auch nicht sehr viel spirituelle Gedanken immer in dir drin waren. Ne? Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns auch wirklich immer wieder erlauben, Mensch zu sein und Mensch zu fühlen und nicht jetzt sagen, wir sind jetzt 100% Medien oder Spiritualität. Ich denke, das geht auch nicht. Also das ist, glaube ich, die größte spirituelle Illusion, so vor allem. Ich bin jetzt 20 Jahre oder 15 Jahre in der Öffentlichkeit und ich kenne viele der Top-Referenten von dieser Welt. Und für mich ist es immer spannend, was sie auf der Bühne erzählen und was Backstage abgeht. So. Und ich sage immer so, wenn ich mal aufhöre, schreibe ich mal ein Buch darüber. Es wird mein letztes Buch sein, weil so. Aber ich bin ja in der Hip-Hop-Szene groß geworden und da haben viele Spirituelle auch am Anfang Mühe mit mir gehabt, weil ich tätowiert bin und so ein bisschen diesen Hip-Hop-Slang drauf habe. Aber ich habe dann ganz oft gesagt, naja, die Hip-Hop-Szene ist ehrlicher. Mhm. Ja? Und wir dürfen nicht verstehen, nur weil jemand ständig grinsend durch die Gegend läuft und alles ist schön, heißt das nicht, dass es im Inneren genauso ist. So, das ist so das Faszinierende auch für mich manchmal. Ich kann ja relativ gut auch Auras sehen, ja.
Und wenn ich irgendwo bin, wenn die Leute mich vielleicht erkennen oder irgendwie so oder Kollegen mich erkennen, dann sagen, ah, schön, ja, ich freue mich so mega, dich zu sehen, toll. Und du siehst, innerlich denken sie, Arschloch, ja, was machst du eigentlich hier? So. Und das war für mich auch die größte Challenge, überhaupt mit Verstorbenen kommunizieren zu lernen. Das war auch eine Challenge. Aber die größte Challenge für mich schon immer war, wenn du siehst, dass jemand nicht die Wahrheit sagt, aber du weißt einfach, du kannst das nicht immer sagen, weil sonst hast du irgendwann keine Freunde mehr. Also auch einfach so dieses zuzuschauen und einfach zu wissen, okay, der macht dir was vor. Oder bei meinen Schülern lache ich manchmal auch, wenn sie dann kommen, die waren nicht im Unterricht und sagt, hey, was ist los? Ja, es war mega Stau und so. Und du weißt einfach, da denke ich manchmal so, ey, ich bringe euch sogar das Lesen bei. Aber die Leute denken ja dann auch ganz oft, nee, du siehst das jetzt nicht, ja. Aber das war für mich so das Schwierigste, auch heute manchmal meine Freundin lacht, sagt so, hey, aber du hast schon gemerkt, dass der jetzt alles gelogen hat. Und dann sage ich so, ja. Ja, warum hast du nichts gesagt? Und dann sage ich so, was bringt's? Mhm. Also das ist auch einfach zu lernen, wann ist was gut zu sagen und wann nicht, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Geheimnisse. Und was ich einfach gelernt habe, jeder Mensch, mir ist noch kein Mensch begegnet, der nicht lügt. Das sind ja oft Kleinigkeiten, das ist auch gut. Ich sage auch manchmal, Lügen ist nichts Schlechtes. Ja? Wir mussten bei unserer Ausbildung, hat die Lehrer mal verlangt, dass wir nur die Wahrheit sagen durften. So, es war so ein Experiment. Und ich war damals der einzige Junge, ich war weit der Jüngste, die meisten waren 45 plus. Für mich war es ein entspanntes Ding, aber die Mädels sind sich irgendwann nach anderthalb Stunden wurde das Experiment abgebrochen, weil einfach plötzlich die Ehrlichkeit können wir ja gar nicht umgehen. Wenn jemand zum Friseur kommt oder die Kollegin aus dem Friseur kommt, wie oft sagen wir dann so, du siehst gut aus oder mutig deine neue Frisur. Und dabei denken wir, es sieht kacke aus, du müsstest den Friseur verklagen. Aber das sagen wir ja zum Glück nicht oder meistens nicht, ja. Okay, das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist auch spannend, wir sind Menschen und wir haben menschliche Probleme und ich glaube, es ist auch gut, weil deswegen sind wir hier. Ja. Wann geht eigentlich Leben los? Du beschreibst das ja in dem Buch auch so schön, dass du, jetzt sind wir wieder bei der Aura, in der Aura einer Frau schon siehst, dass sie, ich glaube, du hast sogar von 2 bis 3 Jahren gesprochen, ne? Dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren eventuell eine Schwangerschaft kommt. Wann geht dann Leben los? Also 2 bis 3 Monate vorher, Monate, okay. Genau, sieht man in der Aura von der Frau, ob eine Seele da ist zum Inkarnieren. So, also ja, also meistens sieht man das 2 bis 3 Monate, bevor die Frau überhaupt schwanger wurde. So, das ist das Spannende, weil die Seele schon mal schaut, wer ist meine Mutter, wie sieht das Umfeld aus. Also eben passt das zu meinem Lernplan, also zu meiner Lernaufgabe. Sind die Seelen schon da? Und es gibt auch manchmal dann eben Seelen, die sich zurückziehen und sagen, nee, Mutter oder Vater, das ist jetzt nicht die Konstellation, die ich brauche oder ich muss noch mal ein bisschen warten. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum es zum Teil zu Fehlgeburten kommt. Dass wenn zum Beispiel die Seele gesagt hat, wow, doch, ist ideal, jetzt gibt es aber eine große Veränderung im Umfeld oder in der Beziehung und dann die Seele sagt, oh, hier kann ich diese Aufgaben jetzt gar nicht machen, die ich bräuchte, dann ziehen die sich noch mal zurück und kommen dann, wenn es stimmig ist, so. Aber wann ist Leben da? Das Problem ist, da ja Leben nie endet. Ja, also die Seelen sind vorher schon längst da, nur ich sage jetzt mal, ins Wahrnehmungsfeld von einem Medium kommen sie eigentlich dann, wenn sie beginnen, die Mutter auszusuchen, also wenn es so quasi in der Aura sich einnistet. Und es ist vielleicht auch noch spannend eigentlich, die Seele ist in der Aura drin, bei der Mutter und nicht im Bauch drin, im Embryo. So, das war für mich, der Embryo ist eigentlich nur durch, paar nennen das die Silberschnur oder so, sieht wirklich aus wie so einfach einen energetischen Faden, wo die Seele verbunden ist. So. Und das ist auch noch spannend, dass eigentlich das Kind natürlich durch das alles mitbekommt. So.
Aber so diese Geburtstraumata, also ich sage jetzt nicht, dass bei der Geburt zum Beispiel schon Traumata entstehen können und so. Aber für das Kind ist vieles gar nicht so, wie wir denken, schwierig oder irgendwie so. Das ist eigentlich draußen. Und eigentlich erst während der Geburt, das ist auch spannend zu beobachten, das habe ich bei der Geburt von meinem Sohn gesehen, auch egal, ob das ein Kaiserschnitt ist oder natürliche Geburt. Also mein Sohn war zum Beispiel ein Kaiserschnitt. Und eigentlich diese Verbindung zwischen Seele und Körper, die findet eigentlich wirklich während der Geburt statt. Ja? Also erst da, vorher ist die, also quasi wie eine energetische Verbindung, aber dass eigentlich die Seele in den Körper reingeht, wenn man jetzt das so nennen will. So, das findet eigentlich während der Geburt statt. So. Das war für mich mega spannend, immer zu beobachten. Und deswegen ist auch so die Lockerung am Anfang bei Babys, so, dass man auch, die sind ja immer noch ein Teil mehr so ein bisschen in der geistigen Welt und so. Also bis diese Verbindung dann wirklich fest wird, geht es wirklich ein paar Stunden oder kann auch bis zu 3-4 Tagen gehen, bis das so drin ist. Und Kinder sind ja sehr lange noch viel besser verbunden mit der geistigen Welt, weil auch die Gehirnwellen, also ich glaube, die Beta-Wellen werden erst bei einem Kind so wirklich aktiv, glaube ich, ab dem 7., 8. Lebensjahr. Vorher sind ja mehr so vor allem Alpha, Theta und Delta, also eigentlich Trance-Wellen vorhanden. Wir haben zwar das Gefühl, ich weiß noch, ich habe das bei meinem Sohn beobachtet, dass der unglaublich klar und logisch ist. Aber ich habe eigentlich gewusst, sein Gehirn ist noch nicht auf diese Logik wie bei uns Erwachsenen. Und das habe ich dann auch, diesen Filter gibt es noch nicht. Ja? Und das ist auch für uns Eltern ganz spannend, dass ein Kind dir eigentlich bis fast zum 7. Lebensjahr alles glaubt. Ja? Und man hat zwar das Gefühl, der kann das abwägen oder die Tochter kann das abwägen, aber vom Gehirn her, wenn ich zu meinem Sohn gesagt habe, du bist Superman, du bist der Größte, dann hat er das geglaubt, weil Papa sagt das, Papa lügt nicht. Also diesen Filter, dass Papa das nur so sagt, weil ich ihn toll finde oder irgendwie so, sondern nee, der hat dann geglaubt, er ist Superman, hat sich dann nur gefragt, okay, warum kann ich nicht durch die Luft fliegen wie Superman, aber das kann sich ja noch entwickeln. So, und genauso ist es natürlich, wenn ich meinem Kind immer wieder sage, du bist zu klein, du kannst das noch nicht und so, dann glaubt das Kind, kann das nicht hinterfragen. Auch wenn es sagt, ja, ich weiß, ich bin noch zu klein, ist es nicht auf einer Beta-Logik vom Gehirn, also, ah ja, ich bin noch zu klein, als Erwachsener kann ich das. So, also es ist auch mega spannend. Und durch das, dass dieses Ratio eigentlich quasi noch fehlt, sind Kinder auch viel empfänglicher für die geistige Welt. So, und können auch eigentlich fast alle Kinder nehmen, bis zu einem gewissen Grad die geistige Welt war. So. Ja. Was dann einfach wieder schwierig ist, ist auch so, natürlich haben Kinder auch unglaubliche Fantasie. Und diese zwei Dinge, auch in der Aura, ist eigentlich so, die außersinnliche Wahrnehmung ist violett, also so. Und die Kreativität, die Fantasie ist auch violett. Also es kommt immer auf die Qualität der Farbe drauf an. Und es war, ist auch, Kinder mischen dann auch ganz gerne. Also was sie außersinnlich wahrnehmen und dann noch die Fantasie, vor allem so ab dem 3., 4. Lebensjahr, beginnen ja Kinder ganz oft einfach zu lügen, also vor allem so ab 4, 5, ja, und die brauchen das auch für die Gehirnentwicklung, also einfach das Kreative wird dann quasi, findet dann statt, und da auch die mediale Entwicklung, das ist immer sehr nah zusammen, Fantasie und echte außersinnliche Wahrnehmung, das macht für uns dann auch so schwierig, weil wir manchmal sagen, bilde ich mir jetzt das alles ein? Ja. Oder ist das Realität? Ja, absolut. Als du das gerade beschrieben hast mit den Kindern, habe ich mir gedacht, wie ist es denn mit Sternenkindern? Wie meinst du? Also Totgeburten. Ja, aber wie, ja, also ist mit es? Also mit der Seele, also weil du ja sagtest, die Seele quasi ist ja mehr im Außenbereich. Und also für die Kinder, das müssen wir jetzt auch mal sehen, es ist auch wieder heikel, aber für Kinder ist Sterben kein Problem. Mhm. Okay? Weil die Kinder wissen, ob sie geboren werden oder nicht. Also die wissen das schon vorher und bei den Sternenkindern auch ganz klar. Und da gibt es immer zwei Aspekte. Entweder das Kind
muss nicht, also es muss nur diesen kurzen Prozess machen für die Eltern. Das merken wir dann zum Beispiel daran, ob es ein Prozess für die Eltern war, wenn Mutter und Vater wahnsinnig darunter leiden. So, dann war es ein Prozess für die Eltern. Weil was ja auch spannend für mich ist als Medium, als ich angefangen habe vor 20 Jahren mit Einzelberatung, dann hast du viele Damen gehabt, die Totgeburten hatten oder die eine Fehlgeburt hatten oder eben ein Sternenkind. Und wenn ich da manchmal gesagt habe, ah ja, ich sehe, also du hast vielleicht eine Dame gehabt, die ist 70 Jahre alt, die ist eigentlich wegen dem Mann gekommen, dann sage ich, naja, ich sehe noch zwei Kinder in der Geistenwelt, du hast zwei Fehlgeburten gehabt. Dann haben die Damen damals einfach gesagt, ah ja, stimmt, ja, das stimmt. Ja, habe ich ganz vergessen. Und heute, und das hat sich irgendwie dann mal so verändert, irgendwann habe ich gemerkt, wenn du Fehlgeburten oder Sternenkinder siehst, dass die Mütter plötzlich ein unglaubliches Problem damit bekommen haben. Also auch in ihrem physischen Leben. Also dass dann viele quasi eben therapeutische Hilfe gebraucht haben, um diesen Schmerz zu überwinden. Und ich habe mich immer gefragt, warum war das früher nicht so? Weil bei den als ich angefangen habe, bei den älteren Damen haben wirklich alle entspannt auf sowas reagiert. Und das hat natürlich auch mit unserer Entwicklung zu tun, weil wir vergessen ganz oft, dass noch, glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher, aber 150 Jahre zurück, also noch nicht mega lange, hat nur jedes zweite Kind überlebt, ja? Und nur jede dritte Frau, jedes zweite Kind hat überlebt und jede dritte Frau ist bei der Geburt gestorben. Ja. So, und da reden wir nicht von 1000 Jahren zurück, sondern unsere Uromas, da war es eigentlich normal, dass es war ein Geschenk, wenn ein Kind gesund auf die Welt kam, aber man hat gewusst, dass eigentlich jedes zweite Kind stirbt. Ja? Man hat sogar damals einfach gewusst, dass jede dritte Frau eigentlich bei der Geburt stirbt. Und so. Und das kann man nachlesen, also es ist keine spirituelle Theorie. Aber heute ist natürlich zum Glück auch, also zum Glück kommen heute viel, viel, viel mehr gesunde Kinder auf die Welt und es sterben vor allem wesentlich weniger Mütter bei der Geburt. Also das ist ja auch mal das Schöne der Schulmedizin, weil sie oft von der Spirituellen so angegriffen wird. Aber da haben wir auch viel, viel zu verdanken. Durch das ist aber natürlich der Tod von Kindern, gerade von Sternenkinder, ist unnatürlich geworden. So. Und durch das, dass es unnatürlich geworden ist, führt es natürlich auch ganz zu vielen psychologischen Problemen wieder bei den Eltern. Für die Kinder selber, die haben gewusst, dass sie nicht kommen. Auch Kinder, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, die abgetrieben werden, die wissen, dass sie gar nie auf die Welt kommen. Also die haben sich das ausgesucht. Das ist kein Freifahrtschein für nicht aufpassen, nicht verhüten, weil ich kann ja abtreiben, die Seele wusste es, also weil das ist ja dann auch wieder so. Aber für die Seele, die wissen das. Mhm. Die wissen das vorher. Oder was häufig ist bei Sternenkindern oder wenn ein Kind vorzeitig zurückgeht, wenn zum Beispiel ein Kind im Lebensplan drin hat, es soll gesund auf die Welt kommen, so also mit einem gesunden Körper. So, und jetzt aus irgendeinem Grund hat die Mutter während der Schwangerschaft einen Vitaminmangel oder ein Schockerlebnis oder irgendwie so. Und wenn jetzt das Kind kommen würde, würde der Körper, also der Embryo geschädigt werden, aber es ist nicht im Lebensplan drin. Dann kann es auch sein, dass die Seele sich zurückzieht, weil es für die Lebensaufgaben einen gesunden Körper braucht. So, und da Umstände oder auch ein Medikament zum Beispiel, der Auslöser war, was die Seele nicht absehen konnte, dann zieht die sich zurück, aber die kommen dann auch wieder. Das ist dann auch immer dann der Fall, wenn die Mutter meistens so nach 6, 9 Monaten sofort wieder schwanger wird, dann ist es dieselbe Seele, die wieder kommt. Die hat sich nur zurückgezogen, weil es irgendein Problem in der Entwicklung des eigenen Körpers gewesen wäre. So. Ja, spannend. Es gibt ja Frauen, die werden auf natürlichem Weg nicht schwanger und brauchen dann Unterstützung, zum Beispiel ICSI oder IVF, was ja nochmal eine andere Nummer ist. Das ist jetzt ja dann eine sehr spannende Thematik. Wenn eigentlich im Lebensplan der Frau nicht vorgesehen ist, ein Kind zu bekommen und sie machen das dann über eine
ja, außerkörperliche, sage ich jetzt mal, Befruchtung. Wie ist das denn dann einzuordnen? Also für mich ist jetzt eine außerkörperliche Befruchtung genauso im Lebensplan drin wie eine normale Geburt. Also okay. Im Lebensplan, ich meine, das ist ja auch für ein Paar eine unglaubliche Herausforderung. Also sowohl finanziell wie auch psychisch. Also einfach auch jedes Mal, also das ist ein riesen Lernprozess auch dahinter. So, und wenn ein, egal wie jemand Mutter oder Vater wird, ob das durch eine Adoption wird, durch eine natürliche Schwangerschaft oder eben durch eine künstliche Schwangerschaft, es ist immer im Lebensplan drin. Okay. Weil wenn es nicht im, wenn im Lebensplan drin ist, dass jemand nicht Mutter sein soll für seine Erfahrung, dann kann er machen, was er will und es wird nichts funktionieren. So. Okay. Also alle Entscheidungen, großen Entscheidungen sind immer eigentlich im Plan drin, wie wir dann damit umgehen. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist drin. Und jemand hat auch mal gefragt, naja, wie ist denn das, wenn die Embryos irgendwie eingefroren werden oder das Sperma, was passiert dann mit der Seele? Da sage ich so, keine Sorge. Also, weil die Seele eben noch nicht verbunden ist. Erst bei der Entstehung quasi verbindet sich die Seele. Also für die Seelen ist es kein Problem. Die sind da nicht irgendwo mitgefangen in der Eizelle oder irgendwie, was man da auch manchmal so hört. Aber das ist eine wichtige Thematik, weil eine Freundin hat mich auch gefragt, was mache ich denn jetzt bitte mit den übrig gebliebenen befruchteten Eizellen? Ne? Weil du hast ja, ja dann irgendwann die Möglichkeit, sie zur Forschung zur Verfügung zu stellen oder eben sie werden dann, weiß ich nicht, was auch immer, was damit passiert. Aber das ist ja auch eine Beruhigung zu wissen, okay, das lassen wir einfach dort. Ja, weil die Seele, also da ist keine Seele dran geknüpft. Ja. Eigentlich erst, wenn Leben reinkommt, kommt die Seele. So, also. Ja. Momentan ist ja in England wieder ein Fall von einem Jungen, der im Koma liegt und wo die NHS überlegt, die Geräte abzuschalten. Hast du das schon mal erfahren, auch durch deine Arbeit, wenn dann tatsächlich jemand geht, also dieses Kind wird zum Beispiel jetzt gehen gelassen, dass die Seele dann sagt, das war gut, also das war die richtige Entscheidung, weil ich denke, das ist ja für alle Beteiligten unheimlich schwierig. Ja, also ich habe darüber auch ein ausführliches Video mal gemacht. Das ist eine Frage, die häufiger ist und wir müssen so verstehen, das ist immer ganz schwierig, auch hier wieder als betroffener Vater wüsste ich nicht, ob ich die Theorie genauso leben würde, wie ich es jetzt sage. Aber wir müssen verstehen, bei Koma gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Jemand ist komatös ohne lebenserhaltende Geräte. Das heißt, die Person lebt noch. Also das, was wir als die Seele ist noch da und der Körper ist noch da. Oder jemand ist komatös, aber ohne die lebenserhaltenden Geräte würde sein Körper nicht mehr leben. So, da ist die Seele weg. Also der ist eigentlich schon verstorben. So. Außer, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was soll ich tun? Ich sage immer so, ich würde 2 Wochen warten. Weil es gibt es natürlich so, dass die Seele, dass jemand einfach für einen Moment eine Beatmung braucht, zum Beispiel. Ja? Und wenn nach 2 Wochen aber die Geräte, also es ist jetzt einfach so, das kann man jetzt auch nicht genau sagen, genau 2 Wochen. Sagen wir einfach, ich würde einen kleinen Moment warten. So. Und wenn nach 2 Wochen der Mensch nicht von selber wieder atmet und so weiter, kann weiter komatös sein, aber einfach so. Dann ist er eigentlich aus medialer Sicht gestorben. Das ist dann auch der Fall, dass ich dann zum Beispiel mit dem schon kommunizieren könnte. Auch schon gehabt habe, in der Sitzung kann ich mich erinnern, ist 3-mal geschehen, dass ich jemanden beschrieben habe und dann hat die Frau gesagt, nee, ja, das ist zwar mein Onkel, aber der lebt noch. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich so gesagt, das kann nicht sein, weil er ist da, nee, der lebt noch. So, und dann habe ich gesagt, okay, habe ich den Onkel gefragt und er sagt, naja, und dann hat er mir Bilder gezeigt und er sagt, kann es sein, dass ihr Onkel im Koma liegt? Ja, okay, der ist eigentlich gestorben und der wollte dann, dass man sagt, oder er hat dann gesagt, man diskutiert schon sehr lange, soll man abschalten oder nicht? Und er hat gesagt, hey, ihr bitte schaltet ab, aber nicht für ihn. Das ist auch ganz wichtig, weil die Seele, auch wenn der Körper erhalten wird, die Seele kann sich zurückziehen, lebt in der geistigen Welt, ist alles gut,
aber damit die Angehörigen Abschied nehmen können, das ist wichtig, also dass sie da einfach auch mal abschließen können, weil er einfach gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, aber glaube ich anderthalb Jahre oder so sind die immer wieder vorbeigegangen und dort gewesen und regelmäßig und hat gesagt, die leben gar nicht mehr, dabei ist er eigentlich schon nicht mehr da. Ja. Und was man natürlich auch, und da ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ich habe auch mal eine Schülerin gehabt, die ist Ärztin oder die war auch im Koma und mit ihr habe ich auch lange darüber geredet. Und sie hat dann gesagt, hey, ich finde deine Theorie, so wie du es erklärst, auch aus medizinischer Sicht gut. Weil man muss sich auch mal fragen, die wenigsten Fälle, die komatös, also wenn jemand aus dem Koma erwacht, und da reden wir jetzt von Langzeitkoma, wo jemand erhalten wird an Geräten, ja, die wenigsten, die dann erwachen, falls die überhaupt erwachen, die Chance ist gering, aber dass man dann wirklich noch vom Leben sprechen kann. Also ja. Viele sind dann einfach gefangen im Bett, sind Hilfe, und das muss man sich natürlich auch überlegen, das glaube ich auch etwas, was man vielleicht auch mal mit dem Partner oder mit der Familie bespricht. Also ich habe meiner Familie auch gesagt, hey, wenn ich so nach 3 Wochen nicht zurückkomme, bitte schaltet ab, weil ich möchte nicht mein restliches Leben irgendwie ans Bett gefesselt verbringen. Also gehe ich lieber in die geistige Welt, so als dass ich da so, also um was ist Leben, müsste man dann noch definieren. Aber es ist eine Entscheidung, die ist unglaublich schwer zu treffen. Ja, definitiv. Also ja. Ich habe auch einen Patienten, der ist mit 23 verunfallt und liegt seither im Koma. Also das ist auch... Ja, eben das ist... und ich sage immer so, das eine ist, wie gesagt, Theorie. Da wüsste ich ganz klar, wie, was ich machen würde. Bei mir selber kann ich auch ganz klar sagen, hey Leute, schaltet ab, weil ich will denn das nicht. Aber bei meinem Kind, da kommt dann wieder der ich hoffe, ich komme nie in diese Entscheidung, aber ich wüsste dann auch nicht, wie ich mich entscheiden würde. Ja. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, egal wie man sich entscheidet, für die Seele ist es kein Problem. Aber für die Hinterbliebenen ist es halt manchmal auch besser einen Schlussstrich zu ziehen, damit man auch einfach anfangen kann zu verarbeiten, die Trauer, ja. Damit man auch wieder am Leben teilnehmen kann. Genau, da sagst du jetzt mein nächstes Stichwort Trauer, weil das finde ich auch noch ganz wichtig. Das habe ich auch erlebt von einer früheren Kollegin, ist der Sohn mit 15 innerhalb von 3 Tagen an einem Infekt verstorben. Es gibt noch ein lebendes Kind, der hat dann auch sehr gelitten, weil die Eltern ihn gar nicht mehr gesehen haben zum einen. Und die Eltern wurden von außen auch sehr bewertet, weil sie so unterschiedlich getrauert haben. Also die Eltern konnten auch nicht mehr kommunizieren, weil sie ist in ihrer Trauer versunken und er hat irgendwie angefangen, am Auto rumzubasteln. Ja. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass jeder seinen Raum da bekommen darf. Absolut. Also ich glaube, das ist auch erstens mal das Wichtigste ist, ich sage, Trauern ist normal und es ist auch wichtig. Und auch wenn man zu einem Medium gegangen ist, ist es nicht so, das Medium zaubert nicht die Trauer weg. Es wird immer wieder Phasen geben, sei es an einem Geburtstag, am Todestag oder irgendwie so, wo auch diese Trauer mal nach oben kommt und auch nach oben kommen darf. Weil ich manchmal habe ich auch ein bisschen Mühe damit, dass gewisse Kollegen so sagen, naja, man muss die Trauer auch total loslassen. Nee, es gehört auch dazu. Ich finde, es ist wichtig, dass man genau in diese Trauerphase reingeht, aber dass man dann natürlich schon auch schaut, so nehme ich noch am Leben teil. Also irgendwann sollte man dann auch wieder anfangen, natürlich eben sein Leben zu leben. Und dann ist es auch normal, dass immer mal so natürlich Phasen der Trauer kommen. Das gehört einfach auch dazu, zum Menschsein. Aber was ein großer Konflikt ist, ich habe auch extra mal einen Blog darüber geschrieben, weil ich auch gemerkt habe, erstens mal, wie Beziehungen zerbrechen. Also weil Männer ganz anders trauern und Frauen damit nicht umgehen können. Weil der Mann, die Frau möchte oder... Die Frau, ja, ein Großteil der Frauen möchte ständig darüber sprechen. Ja? Die möchten ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Die möchten natürlich am liebsten auch, dass der Partner jetzt mitspricht und auch seine Gefühle. Nur viele Männer trauern eben im Stillen.
Ja, für die, das ist nicht, weil sie ihr Kind vergessen haben. Also das probiere ich, manchmal habe ich das auch immer probiert, den Frauen bewusst zu machen. Der leidet genauso, nur seine Art, das zu zeigen, ist eine völlig andere. Und das ist oft eigentlich so das Traurige, wie viele Beziehungen das auseinandergehen, weil man einfach die Frau das Gefühl hat, der Mann muss so trauern wie sie, und der Mann das Gefühl hat, die Frau könnte jetzt mal aufhören, ständig die Wunden wieder aufzureißen, weil für den Mann ist darüber zu sprechen, ständig die Wunden aufreißen. Und das Tragischste ist, und da gebe ich dir recht, dass viele Eltern, die mehrere Kinder haben und eins verloren haben, eigentlich nicht nur ein Kind verlieren, sondern alle Kinder verlieren, oft auch den Partner verlieren. Gerade das ist jetzt mehr ein Thema von Frauen, muss man aber auch vorsichtig sein, ich habe mehr Frauen in der Praxis gehabt. So, ja. Aber es ist mir so oft aufgefallen, dass diese Mutter dann nur noch wie ihr totes Kind gelebt hat, ja, und ihre lebenden Kinder vergessen hat, ihren Mann vergessen hat. Also die hat eigentlich nicht ein Kind verloren, die hat eine ganze Familie verloren. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kinder dann, die verstorbenen Kinder, am meisten traurig macht. Also viele Kinder haben mir auch gesagt, sag meine Mutter, sie soll sich endlich mal auch um meinen Sohn, um ihren Sohn, um meinen Bruder kümmern. Der braucht jetzt ihre Hilfe, der rutscht zum Beispiel in Drogen ab. Und das liegt auch daran, weil sie einfach nur noch sich um mich kümmert. Aber ich bin tot, ja, also physisch, so, aber der Sohn und der Bruder lebt noch, so. Und das hat mich immer sehr traurig gemacht. Das eine ist eine natürliche Trauer, natürlich um das verstorbene Kind, aber dass viele da wie nicht mehr rauskommen und eigentlich am Ende alles verlieren. Das ist ja dann nicht nur, viele haben dann auch Freundeskreis verloren, es gibt solche, die arbeitsunfähig werden und so weiter. Und wenn man das merkt, sage ich auch so, dann kann ein Medium noch ein Teil der Unterstützung sein. Aber das ist nur noch ein kleiner Teil, weil da muss man unbedingt psychologische Hilfe für die ganze Familie in Anspruch nehmen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt. Weil da kann ein Jenseitskontakt auch nicht wundervoll bringen. So, das sage ich auch immer so. Als Medium kann man eine wunderbare Unterstützung sein. Aber man muss auch immer sehen, ein Medium ist ein guter Kanal, wenn es gut ausgebildet ist. Aber wir sind keine Psychologen. Ja, keine Psychiater und keine Ärzte, auch wenn gewisse Kollegen denken, nur weil sie medial sind, sie sind jetzt der Schulmediziner, der Psychologe und der Psychiater und sie können alles ersetzen, ist gefährlich. Ja. Ja. Gerade wenn es in Depressionen reingeht, so, da ist es enorm wichtig, dass man auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dass man da auch wieder rauskommt. Genau, Depressionen, darüber wollte ich auch noch kurz mit dir sprechen. Ja. Es sind ja zunehmende Zahlen, leider Gottes, zu vermerken, dass Kinder und Jugendliche auch mit ganz jungen Jahren schon in Depressionen stürzen und dann teilweise auch eben den Suizid wählen. Wie ist das dann in der geistigen Welt für diese Kinder? Also Suizid gehört nie in den Lebensplan. Mhm. Das weiß ich, dass viele möchten das hören, ja. Aber Suizid ist nie im Lebensplan. So, das, bei einem ganz kleinen Kind unter 7 Jahren, da kommt es zum Glück wirklich nur sehr, sehr selten vor. Da wäre es im Lebensplan drin. Alles über ist eigentlich, dass die Seele die Aufgabe nicht geschafft hat. Und bei Kindern natürlich, und das jetzt auch ein bisschen aufpassen, man darf, geht jetzt auch nicht um Schuld geben, aber dass auch natürlich das Umfeld versagt hat. Und wenn man heute so ein bisschen schaut, warum geht es so vielen Kindern schlecht, muss man einfach auch mal so ein bisschen schauen, wie leben heute die Kinder. Also, dass so viele Kinder Depressionen haben, ist für mich jetzt von außen betrachtet, wie gesagt, ich bin kein Mediziner, kein Psychologe, gar nichts, aber von außen betrachtet ist es irgendwie einfach auch logisch, weil es hört sich jetzt so blöd an, aber Kinder werden so unnatürlich gehalten. Ja, man schaut immer bei der Tierhaltung, was ich auch richtig und gut finde, aber bei der Kinderhaltung, wenn man es jetzt wirklich überspitzt sagt, da schaut niemand groß drauf. Ich meine, wenn man auch schaut, wie sind wir aufgewachsen? Ja? Wir haben draußen gespielt,
Wir haben meistens noch eine Mutter gehabt, die frisch gekocht hat, die gute Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt haben. Wir haben vielleicht einmal am Tag, als wir älter waren, zwei, ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, so zwei Täfelchen Schokolade bekommen. Ja, so. Und am Wochenende gab es vielleicht noch ein größeres Dessert. Heute, wenn ich Kinder anschaue, die werden schon... In der Früh bekommen die ihren Zuckerschock mit Nutella, mit irgendwie so, also mit Fruchtsäften, also Zucker, 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 Zucker. Wenn man mal schaut, du wärst da wahrscheinlich die bessere Expertin, du bist Heilpraktikerin, oder? Auch Apothekerin, Heilpraktikerin. Oder Apothekerin. Genau. Also wärst du da noch die bessere Expertin wie ich. Aber wenn man mal schaut, was Zucker mit einem Körper macht, dass früher oder später der ganze Hormonhaushalt und Depressionen entstehen müssen, ist einfach logisch so. Und das ist ein Hauptproblem. Das ist nicht die Schule und das System, sondern das ist die Ernährung. Weil, also ich sage nicht, dass Schule und System nicht auch noch verbessert werden könnte, aber das Problem ist wirklich die Ernährung und dann Videospiele. Und zwar nicht, ich sage jetzt nicht unbedingt, es spielt keine Art, überhaupt am Handy, ja, ständig am Handy zu sein, wenn wir jetzt auch mal, ich habe mein Handy gerade nebenan, wenn wir schauen, wenn wir aufs Handy schauen, haben wir immer so diese gebückte Körperhaltung. Ja? Wenn man jetzt energetisch schaut, Menschen, denen es gut geht, die glücklich sind, die zufrieden sind, das sieht man auch körperlich. Weil das wissen wir alle, wenn jemand verliebt ist und durch die Straßen läuft und man sieht den, der stolziert durch die Straße, ja? Der macht sich groß, der macht große Bewegungen. So. Und das Spannende ist, damit ist auch das Energiefeld groß. Also die Aura dehnt sich aus. Wie größer unsere Aura ist, jetzt vereinfacht gesagt, umso besser geht es uns, psychisch, physisch und so weiter, weil die Energie leicht schwingt. Das heißt, auch wenn wir jetzt körperliche Defizite haben, wird das schneller ausgeglichen. Wenn wir psychische Defizite haben, wird das schneller ausgeglichen. Das merken wir auch schon, wenn wir einen schlechten Tag haben und uns einfach mal groß machen, am Horizont schauen und spazieren gehen, geht es uns schon viel besser. Aber durch diese Handyhaltung wird auch automatisch immer die Energie eingezogen. Das ist auch der Fahrstuhlprinzip. Das machen wir auch, wenn wir im Fahrstuhl sind, schauen alle die Schuhe an. Ja? Weil man will ja nicht in Kontakt kommen mit fremden Menschen. Durch das ziehen wir unsere Aura zusammen und das machen wir eigentlich indem, dass wir uns klein machen und nach unten schauen. Und wenn wir so schauen, gerade jetzt so in den Breitengraden, Schweiz, Deutschland, Österreich, ja, da sieht man eigentlich kaum noch Menschen, die sich begegnen, die sich in die Augen schauen. Ja? Auch Jugendliche kaum noch. Die sind alle mit ihrem Handy beschäftigt und sind ja nicht nur die Kinder. Wir waren jetzt gerade am Wochenende im Hotel. Da habe ich so gedacht, wie viele Pärchen da sitzen und auf ihr Handy starren und nichts mehr zu sagen haben. Also da würde ich als Kind nebenan auch Depressionen bekommen. So. Ja. Und da könnten wir mega viel so schon mal machen. Also es ist ein gesellschaftliches Problem, aber ich sehe das Problem weniger wie viele im Schulsystem, sondern dass die Eltern natürlich, ich verstehe das auch, heute sind viele Mütter auch unter Druck, dass sie auch arbeiten müssen. Ja, natürlich durch das einfach froh sind, dass die Kinder irgendwelche Nahrung auf den Tisch bekommen. Und natürlich, ich sehe es auch bei meinem Sohn, wenn alle Kinder irgendwie Süßigkeiten dürfen, dass du jetzt das rationierst, dass du noch nicht nur der böse Papa bist, so, oder dass du auch mal sagst, okay, du darfst gamen, weil du bist jetzt auch im gewissen Alter, aber du musst auch rausgehen, so Sport machen, so auch Sonnenlicht, ja. Ist klar, wenn die Kinder nur noch zu Hause sitzen, fehlt natürlich die natürliche Sonne, fehlt Vitamin D und so weiter. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, man kann das künstlich Vitamin D aufnehmen, aber eine Sonne hat einfach eine ganz andere Energie als ein künstliches Vitamin D, ob schon das eine gute Möglichkeit ist, aber es ist halt nicht so natürlich. So. Aber jetzt zum Tod und Sterben, der Freitod ist nicht im Lebensplan drin. Weil eigentlich auch wir als Eltern und auch wir als Jugendliche, wir haben diese Informationen. Jede Mutter weiß, dass gesundes Essen richtig und gut wäre. Aber wir wählen einfach den einfacheren Weg. Und jetzt natürlich ist das nicht immer die Ursache. Also es ist einer von vielen Puzzlesteinchen. Und ich glaube einfach auch so, dass wir die Menschen einfach auch fremd geworden sind.
Also warum hat auch diese Spiritualität so einen Boom? Ja, weil da halt noch eher Menschen sind, die miteinander reden, Gefühle austauschen. Warum haben auch all die alternativen Mediziner wie Heilpraktiker und so auch so einen Zulauf? Weil der Arzt einen 7-Minuten-Takt, glaube ich, in der Schweiz hat. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Und der Arzt kann ja gar nicht mehr zuhören. Der darf auch nicht mehr zuhören. So. Und dann haben natürlich eben all die Alternativen deswegen so einen großen Zulauf, weil da mal wieder jemand ist, der zuhört, der auf sie eingeht. Und das ist auch eine Form von Heilung, auch geistiges Heilen. Warum ist es auch so effektiv? Sicherlich, weil man Energie kanalisieren kann, aber weil da auch ein Mensch eine Stunde lang wieder Energie zugehört wird, auch Berührung stattfindet. Berührung ist ja eh, jetzt mit Corona war es ja noch schlimmer, ja, aber ich denke auch manchmal so das natürliche Berühren fehlt auch irgendwie so, und das sehe ich auch bei vielen Vätern zum Beispiel, weil wo beginnt ein Übergriff und wo hört ein Übergriff auf? Ist für viele Väter zum Beispiel auch schon ein Problem, ihr eigenes Kind einfach mal zu umarmen. Also darf ich mein eigenes Kind umarmen und dem mal einen Kuss auf die Backe geben? Einfach ganz gesund als Vater, wie man es einfach macht. Bei Mutter denkt sich niemand, aber viele Väter sagen dann auch so, naja, was denken die anderen? Ja. Und auch Berührung zwischen Pärchen. Also wie, wenn wir verliebt sind, wir berühren uns ständig. Und ich sage, manchmal muss man gar nicht Hellseher sein. Man muss nur schauen, ob zwei sich berühren, und dann weiß man auch, wie die Beziehung läuft. Ja, viele berühren sich einfach nicht mehr. Und das, da kann man viel dazu beitragen. Aber um jetzt auch wieder die Heilung reinzubringen, auch wenn der Freitod nicht im Lebensplan drin ist, jeder, der den Freitod wählt, es ist nie eine Lösung, weil das heißt, wir müssen dieselbe Aufgabe wieder machen. Also werden ja dann wiedergeboren. Also kommen die ähnlichen Aufgaben genau wieder. So, es ist so. Aber die Seele, ja, die stirbt, die den Freitod gewählt hat, die stirbt, die kommt an denselben Ort wie alle anderen Seelen, auf die wird geschaut. Mit der wird einfach auch das ganze Leben nochmals intensiver angeschaut und aufgearbeitet und dann vorbereitet für die nächste Inkarnation sozusagen. So, also man entkommt dem nicht, aber es wird niemand bestraft. Das finde ich ganz wichtig. Man bekommt dann einfach eine Pause sozusagen, aber die Lernaufgabe wurde nicht erfüllt. Ja, das ist jetzt auch sehr spannend, weil ich habe... ich kenne jemanden, muss ich mal so rum sagen, der ist schwerst krank und der überlegt, ob er diesen Weg wählt. Ja. Und hat letztendlich auch schon die Absolution aus den östlichen Regionen dafür bekommen von Heilern, weil sie sagen, das ist kein Problem, die ganzen Karma-Geschichten, die du jetzt mitbekommen hast, sind damit erledigt. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie denn die Aussage nun zustande kommt, weil ich auch der Meinung bin wie du, dass die Lebensaufgabe dann nicht erfüllt ist und ich dann quasi diese Lebensaufgabe auch nochmal lernen darf, muss. Also das, da gibt's ein, stimmt, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. In der Schweiz wird ja Exit, heißt das. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, in Deutschland gibt es das nicht. So wie Dignitas, meinst du jetzt, oder? Ich weiß nicht, also wenn jemand sehr krank ist, dann kann er quasi wählen, früher zu gehen. So. Ja, genau. Und da wurde, werde ich auch mega oft gefragt, ja, ist jetzt das Selbstmord oder nicht? Und da hat mir Geistführer auch gesagt, das ist ein Riesenunterschied. Also, wenn du jetzt den Tod wählst, weil... Also nehmen wir an, der Zeitpunkt ist entscheidend. Also wenn du jetzt, wenn es dir eigentlich noch relativ gut geht und du weißt aber, du wirst in deiner, an deiner Krankheit in 2 Jahren vielleicht sterben, aber dir geht es jetzt in dem Moment noch relativ gut. So. Und dann den Freitod wählst, um dem zu entkommen, dann ist es Selbstmord. Okay? Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, nehmen wir an, Krebs im Endstadium hast und du hast noch vielleicht 4 Monate zu leben oder sagen wir ein halbes Jahr, aber du hast jeden Tag so unglaubliche Schmerzen, dass
du eigentlich nur das aushältst, indem dass man dich jeden Tag unter starke Morphine verabreicht und du quasi dann gehst, dann ist es nicht Selbstmord. Okay. Weil die Chance, dass du wieder gesund wirst, bei null ist und du eigentlich so benebelt wirst jeden Tag, dass du auch keinen Lernprozess mehr machen kannst. Also die Frage, es ist eigentlich bei allem entscheidend, was Karma ist. Das ist mega spannend auch. Da habe ich auch mal ich habe früher auch mal kurz einen Podcast gemacht, eine Podcast-Folge darüber gemacht. Was ist Karma? Bei Karma ist nie entscheidend, was ich tue, sondern mit welcher Absicht ich es tue. Also das ist der große Unterschied. Nicht die Tat, sondern die Absicht dahinter. Also blöd gesagt, lügst du deinen Partner an mit der Absicht, du willst ihn nicht verletzen, dann ist die Lüge Karma befreit. Lügst du deinen Partner an, weil du es als vielleicht nun an ein angenehmes Gespräch entstehen könnte oder er könnte sich von dir trennen oder irgendwie so, dann ist dasselbe getan, eine Lüge, aber die Absicht ist destruktiv. So. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn die ganzen Esoteriker lächelnd durch die Welt laufen und sagen, ja, man darf das Wort aber nicht benutzen und nein und irgendwie so, aber wenn du denkst, nein, wenn du lächelst, aber innerlich denkst du, die Welt ist scheiße und ihr könnt mich alle mal, dann ist die Absicht dahinter eine negative. Da würdest du lieber mit einer Fresse rumlaufen, ja? Und es wäre wenigstens ehrlich, dann ist das Karma neutral. Mhm. So. Das ist auch manchmal, wenn die früher bei mir haben manchmal auch die Leute gesagt, naja, du bist kein typisch Spiritueller. Da sage ich, warum? Da sage ich, ja, du bist nicht der immer grinsend, nett und höflich ist. Da sage ich so, nee. Ich will mir doch nicht, wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf. Früher haben mich auch sehr viele Leute, ich habe ja Fernsehen gemacht, da haben mich die Leute auf der Straße erkannt. Und da sage ich so, ich fand es nicht immer toll, überall angesprochen zu werden. Glaube ich. Ja? Das können sich die Leute manchmal gar nicht vorstellen. Oder auch heute noch, ich mache immer so der Running Gag, aber ich finde es ja auch schön. Aber wie viele Leute kommen manchmal auf der Straße und sagen, boah, ich habe deine Bücher gelesen. Und ich stehe dann immer so da und denke so, was soll ich jetzt darauf sagen? Ich hab 15 Bücher geschrieben, ich weiß heute noch nicht. Ich sage dann immer, ah, cool, ja, okay, tschüss, schöner Tag. Weil was soll ich jetzt sagen? Weil wenn ich sage, und hat es dir gefallen, würden die Leute nicht, die wenigsten würden ehrlich sein, ja, auch wenn sie es scheiße fanden, würden sie nicht sagen, nee, war voll der Schrott. Weil dann wäre es ja noch spannend. Dann können wir sagen, okay, was hat dir nicht gefallen, was könnte ich optimieren? Ja. Und dann sage ich so, und auf der Straße bin ich ja auch gar nie, bin ich nicht der Autor, sondern ich bin Pascal, ich bin vielleicht mit meiner Freundin unterwegs oder mit meinem Sohn und da mag ich nicht mit über Verstorbene reden, ich mag nicht über irgendwelche Probleme reden oder mediale Tipps geben, weil ich mag dann vielleicht mit meinem Sohn und meiner Freundin Eis essen. Ja? Und das verstehen dann manchmal die Leute auch nicht, wenn ich dann zum Beispiel einfach relativ distanziert bin. Dann sagen sie, ah, der ist nicht spirituell. Ja, weil als Spiritueller hätte er sich hingesetzt und hätte mir zugehört. Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe in dem Moment, die ich mir gestellt habe, ist mit meinem Sohn Eis essen. Ja, und so. Und das ist auch spannend, was ist Spiritualität oder was nicht. Und für mich, ich kann es auch nicht sagen, aber nur für mich persönlich ist es gar nicht darum, irgendwie grinsend durchs Leben zu laufen und alles ist schön, sondern einfach echt zu sein. Ja. Ja? Und mir überlegen, warum tue ich etwas? Wenn ich was Negatives tue, tue ich es wirklich, um den anderen zu beschützen oder mache ich es für mich selber? Mhm. Ja? Und die meisten Sachen tun wir ja, also gerade wenn wir lügen und so für uns selber, wenn es uns unangenehm ist. Aber es gibt ja manchmal auch die Situation, wo man einfach denkt, ich verschweige das der Person, weil es sie sonst verletzen würde, weil es sie sonst aus dem Gleichgewicht bringen würde. Und dann ist es kein negatives Karma. Mhm. Wow. Die Absicht war gut. Ja. So spannend. Ich könnte dir stundenlang zuhören, Pascal. Mega. Ich danke dir von Herzen für deine Danke Zeit, die auch. Du dir genommen hast. Und ich hoffe wirklich, dass wir da auch nochmal Licht in viele Themen bringen konnten, dass wirklich auch jetzt deutlich wurde, dass es den verstorbenen Kindern
in der geistigen Welt gut geht. Ja. Denn es ist uns ja beiden wichtig, dass das verstanden stimmt. Und ja, einfach mal aufgenommen wird. Ja. Wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank auch dir für deine Zeit und vielen Dank, dass ich zu diesem tollen Thema eingeladen wurde, weil das vielleicht auch noch, ich bekomme sehr viele Podcast-Anfragen und meistens sage ich nein, aber dieses Thema, ich glaube, da kann man nie genug darüber reden. Ja. So, und da habe ich auch gemerkt, dein Wunsch ist genauso wie meiner, dass einfach in der Form Heilung stattfinden darf. Und danke vielmals für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Alles Gute dir. Danke dir auch. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir unser Gespräch gefallen hat und dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Vor allem die Botschaft, dass die Kinder in der geistigen Welt sich nichts sehnlicher wünschen, als dass es uns, die wir hier auf Erden leben, gut geht und dass wir ein glückliches Leben leben. Das wünschen sich natürlich alle in der geistigen Welt für uns. Wenn du Fragen hast, dann wende dich sehr, sehr gerne an uns. Und ich möchte dir auch Pascals YouTube-Kanal sehr ans Herz legen. Er hat sehr, sehr viele Videos aufgenommen zu den Themen bezüglich zum Beispiel auch Kinder in der geistigen Welt, Medialität, Medien überhaupt und alles das, was ja mit der geistigen Welt zu tun hat. Und dort wirst du viele, viele Fragen schon beantwortet finden, wenn du dort einmal reinschaust. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann du dir den Podcast angeschaut oder angehört hast. Bedanke mich von Herzen für deine Zeit und sag einfach mal auf ganz bald, deine Imke.